Das haben wir uns auch schon angesehen. Das auch. Können wir uns hier noch was angucken? Ich meine, wir können ja den Wecker ausschalten, aber ich lasse das auch mal. Ich will noch nicht weitermachen, aber wir müssen. Okay, dann würde ich sagen, Schublade. I still smell. How do I want to express my teenage angst today? Okay, wir können den Raben. Nein, 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 ich war noch nicht fertig. Ich wollte nicht den Raben nehmen. Nein! Kann ich mich nochmal umentscheiden, bitte? Ich meine, das sieht nicht schlecht aus, aber. Ach so, ich kann. Ja, guck mal, hier steht das sogar. Ja, was ist denn jetzt das? Was ist denn jetzt beenden? Beende ich damit gerade das Umziehen oder ist Umziehen Umziehen? Ich mach, warte mal. Okay, gut. Firewalk Bonus Outfits. Bonus Outfits. Schmetterling. Der Chloe Klassiker Vorbestellung. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was ist hier? Illuminaten? Ich will mir das mal angucken. Wir können natürlich auch das typische Chloe-Outfit nehmen. Das wäre jetzt auch das, was ich präferieren würde. Wir gucken uns mal das hier an. Ach nee. Nein, was? Okay, das ist ganz geil eigentlich. Oh, das sieht doch cool aus mit der Hose. Okay, wir gucken uns mal die anderen an. Wie gesagt, das ist die Deluxe Edition. Mal das hier. Das finde ich ganz lustig. Das ist ein schönes Easter Egg. Nee, der Hotdog. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Scheiße. Der Hotdog. Oh, das ist so cool. Oh Mann, okay. Ich hätte gerne noch ein Outfit von ihr, so ein kariertes. Ich weiß nicht, ob wir hier eins bei haben. Oh, das sieht ganz schick aus. Ja, das hat was. Das hat was. Scheiße. Okay, das hier oder das alte Outfit würde ich nehmen. Sie hat ja auch ihre Tattoos noch gar nicht, ne? Boah, okay, das wird jetzt doch ein bisschen. Oh, es wird schwer. Wir gucken uns. Ich glaube aber, ich nehme das, was sie gerade anhat. Das ist so ein schöner Mischmasch. Sieht ganz cool aus. Ich mag das mit den Hosenträgern. Ah, Hosenträgern. Ah, so. Ja. Ja. Nee. Ich weiß jetzt, welches ich nehme. Ich nehme dieses Illuminati-Outfit. Das fand ich ganz cool. Steht ihr. Okay, Chloe. Das ist es. Du tolles Gurl. Beenden. I really should get going. Ich hoffe, du riechst aber nicht nach sie. Also, ne, sie hat ja gesagt, sie zieht sich um, aber es muss doch trotzdem riechen, oder, Chloe? Was? Okay, weiter geht's. Shit, where's my phone? Oh nein. It's not here. How drunk was I last night? Chloe, I said breakfast. Guess I better try calling my phone. With moms. Ich hoffe gerade, dass Rachel es hat und ich hoffe nicht, dass die Typen. Scheiße, die Typen könnten es haben. Okay. Frank könnten es haben. Mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then figure out where the hell I left it. Okay, Frank könnten es haben. Weißt du, Frank ist jetzt zwei Personen. Ich muss mal draußen gucken. Da können wir nicht rein, da können wir nicht rein.
Da müsste jetzt nicht die Färbung drin stehen. Mom's hiding her gray hair to impress her boyfriend. Maybe gray hair is his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Ja, es wird ein bisschen anders. Komm, Chloe. Intensiv, aber dezent Haarfärbemittel, sonnige Mandel, deckt graue Haare lange ab, kein Ammoniak. Kein Ammoniak ist super. Ich kann auch nur jeden, der seine, es ist teurer als eine normale Färbung beim Friseur, aber jeden, der das nötige Kleingeld hat, sagen, es ist nicht so viel teurer. Es ist wirklich nicht so viel teurer, aber wenn euch die Haare blondiert oder färbt, ne? Olaplex. Seitdem habe ich keinen Haarausfall mehr. Wenn ich, ja, oh Schreck, ich färbe mir die Haare. Aber seitdem habe ich absolut keinen Haarausfall mehr. Ich habe übrigens noch keine grauen Haare. Aber wäre nicht schlimm, dann würdest du komplett grau machen. The preferred towel of Captain Bluebeard, Scourge of Arcadia Bay. Obwohl, ich glaube, es wäre doch schlimm. Doch, es wäre schlimm. Doch, es kann sich ruhig noch ein bisschen Zeit lassen. Ja, ich bin erst 16 Jahre alt. So, hier ist, was haben wir denn hier für Make-up? Aha, Essence, P2, aha. Mom's phone is in her bedroom. Ah, mein Eyeliner ist von P2 und es ist der beste überhaupt. Ich hatte welche von MAC, ich hatte welche von L'Oreal, ich hatte die teuersten der teuersten. Und der von P2, den benutze ich jetzt seit 6 Jahren, glaube ich. Der ist echt super. So, Medizinschrank haben wir nichts. Handtuch haben wir nicht. Entschuldigung an alle Männer und Jungs, die hier gerade zuschauen. Das musste ich einfach mal loswerden. Ich bin ja sonst nicht so. Okay, und zack. Home sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. He just didn't want to. Es ist ja eigentlich, also nicht eigentlich, es ist sehr schön. Aber ich glaube, für Teenager ist es halt so, naja, Teenager. Kennst du ja. Haben wir hier noch irgendwelche? Where does she usually keep her phone? Maybe on her nightstand? Machen wir sofort, Chloe. Ich muss unbedingt einmal rausgucken. Aha. Ja. Was haben wir da oben? Sherwood. Okay. Loomis, glaube ich. Okay. Ich weiß, hier macht es eigentlich nicht so viel Sinn, aber ich mochte ja immer diese Videos, diese Theorien-Videos, Life is Strange Theories, Theorien und Vermutungen. Deswegen gucke ich jetzt immer, ob ich vielleicht in irgendeinem Frame irgendetwas sehe, wo wir auch so ein bisschen reininterpretieren können. Okay, das kriegen wir nicht auf. Die Schublade machen wir mal auf. Mom's phone is. It's weird that Mom's always hoarding these old catalogs. It's not like we have any money. Oh Mann. I want Mom to be happy, but not like this. Not like this. Die Liebe nach dem Verlust. Ein Ratgeber, um sich selbst zu vergeben und weiterzuleben. Ah, guck mal hier, eine Anleitung, sich selbst zu vergeben und in die Zukunft zu blicken. Sometimes you have to get knocked down lower than you've ever been to stand up taller than you ever were. Blech. Don't give up on yourself. A single spark can start a fire that burns the entire prairie. Better. Was war das für ein Zeichen? Es war ein positives Geräusch. Das heißt, wir haben etwas Gutes gemacht? Ich weiß es nicht. Ansehen? Mom's finally making her bed again? I guess that's a good sign. Da ist ihr Handy, aber wir öffnen erstmal die Schublade. Mom! Bad enough that David comes here for dinner. Ich will sowas auch nicht finden. Da bin ich auch wie so ein Teenie. Nein, nicht von der Mutter. Ey. Okay. I made this for Mom when I was like 10 years old. If she were. I hate that she hides all our old pictures of Dad. What's the matter, Mom? You don't want Dad to see your new boyfriend? Vielleicht erträgt sie es einfach nicht.
Ich kann es auf der Kommode abstellen. Verdammt, ich bin so hin und her gerissen. Der trägt sie es einfach nicht und vermisst ihn ja dennoch und versucht trotzdem irgendwie was. Und dann sollte es nicht auf die Kommode stellen. Ich sollte es nicht auf die Kommode stellen. Ich... Das ist sehr böse. You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Aber es ist für Chloe. Tut mir leid, seid mir nicht böse. Ich weiß, das ist doof. Can't believe I used to sneak in there for her makeup. Mom's old engagement ring. Supposed to be mine, if I'm ever stupid enough to get married. Nah. Grade B? Fuck you, Arcadia Pond. Wait, Mom's selling her engagement ring? Oh, das ist nicht gut. Aber sie muss anscheinend. Sie muss anscheinend. Bares sofort, Diamantring fast farblos, Grad B, Versicherungswert 1200, Barwert 300, Kreditwert im Geschäft 500, nur eine Schätzung, Angebot nicht garantiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mutter das auch möchte. Scheiße. Dann nehmen wir mal das Handy. Ich bin gespannt, bei wem unser Handy jetzt ist. Einmal ansehen. I should call my phone. Dann machen wir das mal. Ich bin gespannt. How can Mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Hallo? Sounds like my phone is definitely nearby. Hm? Hä? Hier auf der linken Seite, aber... Also ich muss nach unten gehen. Alright, phone. Donde estás? Warte mal. Nee, jetzt ganz im Ernst. Ich kann hier sowieso nicht rein. Hier kann ich nicht rein. Hier kann ich nicht rein. Hä? Hier? My phone's definitely in the bathroom. Ja, ich bin doch hier im Badezimmer. Ich bin doch hier im Badezimmer. Mom's hiding her gray hair to impress her boyfriend. Maybe gray hair is his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Yeah, ach so. Ansehen. I drank way too much last night. There we go. Dachte jetzt how many calls I've missed. Okay, also, Mama, neue Nachricht. Kommst du irgendwann nach Hause? Das hatten wir schon gelesen. Chloe, bist du zur Sperrstunde zu Hause? Oh, scheiße. Das wird Konsequenzen haben. 1.17 Uhr. Elliot. Alter, das ist das dritte Mal. Was? Hast du Chemie erledigt? Ich weiß eh schon alles. Sie hat nicht gelernt. Der scheint echt ein netter Kerl zu sein. Von denen hat sie nie erzählt. Hm. 14.12. 3.1. Hm. Max! Chloe, breakfast! Bring my purse down with you, please. Yeah, okay. I think I saw Mom's purse in her room.
der Tasche vielleicht? Ah, okay. Oh, can you grab my cell phone too? Okay. No more dawdling. I need to talk to you. Yeah, that really makes me want to hurry. Sehen wir jetzt die Chloe mit Handtasche? Nee, sehen wir nicht. Sie hat einfach die Sachen eingesteckt, okay. Und wir gehen nach unten. Coming, Mom. Ich hoffe, dass Chloe noch lange zu Hause bleibt. Also zu Hause wohnen bleibt. Finally, you can put my purse on the dining table. Might still have time for breakfast if you hurry. Dining table, here I come. Denn wenn sie alleine leben würde, glaube ich, wäre das eine Katastrophe. Wer weiß, was dann mit ihr passieren würde. Das wäre nicht gut. Warte, ansehen. David's here so early. Mom calls him just a friend, but look at him. He's pretending he didn't just spend the night. And you never saw the condoms, Chloe. You never saw the condoms. Man sieht jetzt in meine Nähe und das ist so, ich weiß, ich stelle mich gerade an, aber nee, ich stelle mich gar nicht an. Das ist so, wie ist es denn, wenn ihr, ich meine, wenn ihr alleinerziehende Eltern habt, ne? Obwohl auch bei Eltern, die noch zusammen sind, ist das nicht dann irgendwie so, ich bin 5 Jahre alt. Gut, Fotos. Oh, warte, stopp, ich sehe nichts. Ansehen? Dad took these photos. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take Mom to shove them in a drawer somewhere. Und irgendwann wohnt David hier und meckert mit dir und benimmt sich, als wäre er dein Vater. Ich weiß, dass David eigentlich ein guter Mann ist, so irgendwie sehr ruppig und kann sich überhaupt gar nicht vernünftig ausdrücken, aber naja, David ist halt David, ne? So, die Handtasche können wir gleich da hinlegen, machen wir. Button. Mom's purse. We're already supporting one. Thanks. Damit meint sie David. Any letter from Blackwell is never good. Scheiße, das auch noch. Oh Gott, wir kriegen so Ärger. Mom doesn't want me to know, but it's pretty clear her boy toy David hasn't worked in like a year. Und er wird irgendwann in der Schule arbeiten. Jobmesse, echte Arbeitgeber wollen sie treffen. Rathaus Arcadia, Hilfe für ihren Lebenslauf, Karriereberatung. Das Foto. Aren't you glad you left for Seattle, Max? And never looked back? Captain Chloe Blaubart, Geißel von Arcadia und ihr erster Offizier Long Max Silver. Das ist, da sieht Max schon so aus, wie, ja, als wir sie gesehen haben, bis auf dieses Stück Haar hier, das hier runterhängt. Vielleicht auch ein Kunsthaar ist. Verblasstes Foto. Family pic used to hang here. I... Wow. I can't actually remember which one. Wahrscheinlich sie als Familie. Dad always talked about upgrading to a flat screen. Mutter, Vater, Kind. Too bad that never happened. I would have gotten this bad boy in my room. Hard to believe I was an 8th grade science athlete. Did I peak in middle school? Ich hoffe... Ich weiß nicht warum, aber ich hoffe, ich bin da nicht irgendwie frech zu der Mutter. Die Mutter kann ja echt so gar nichts dafür, aber ich kann mich einfach so krass in Charaktere reinversetzen. Und gerade bin ich irgendwie auch... Gerade habe ich zum Beispiel voll Angst, dass ich gleich Ärger kriege und überlege schon mal, wie ich dem entgehen kann. Ugh, was ist mit mir los? It's my job to water these plants, but it was Dad's job to remind me, so... Nobody's fault, really. Made that for Mom in an art class when I was like 5. She was never a smoker, but it's cool. I was never an artist. Wait, those aren't Mom's keys. Oh, no. And these would be David's keys. There's probably a better place for them than the ashtray I made Mom. Like his home, maybe? So scheiße. Dies werden wir verteidigen. Ja. Vertrocknete Pflanze, die kann ich aber nicht gießen. Oder Weinfleck, oh nein. From when Max and I spilled Mom's wine.
I think the only reason Mom hasn't recarpeted is so she can stay mad at me. Feeling trapped? Right there with you. Aww. Little dude's like, what the hell just happened? Den werden wir irgendwann nochmal wiedersehen. Ja, auf andere Art und Weise natürlich. Kann ich hier eigentlich rausgehen? So, ist hier irgendwo offen? Nein. Nope. Trophäe. Esstisch. Zeitung. Shoot. I was hoping David could get a job on a container ship. To Japan. Nein, Chloe, komm. Wir fahren nach Japan. Wir fahren nach Japan auf dem Schiff. Why do I suddenly want to get some fireworks? A wildfire warning. Oh, ich kann jetzt mal. Eine Feuerwarnung wurde für alle Einwohner auf Acadia Bay herausgegeben. Strafgebühren für illegales Feuer, Feuerwerk und Lagerfeuer in nicht autorisierten Gebieten werden verdoppelt. Das ist ja nicht ganz gut. Wenn das direkt verdoppelt wird, dann machen die Leute das doch nicht mehr, oder? Freitag, 7. Mai 2010. Werft wird geschlossen. Obwohl Projektentwickler Sean Prescott beim Kauf der Werft versprach, dass der Personalabbau minimal ausfallen würde, verkündete er heute, dass der Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. In einem für Langzeiteinwohner der Gegend wenig überraschenden Schritt liquidierte die Prescott... Ich hab's heute... Was ist denn heute los? Die Prescott-Stiftung den zugesagten Rentenplan des Hafenarbeitersverbands von Acadia Bay. Ich sollte doch nicht lesen, wenn ich aufstoßen muss. Menno. Michelle Kinsey Robertson, Anwältin der Stiftung, verteidigte das Vorgehen als unser Recht, Verluste gegenüber Verbindlichkeiten wettzumachen. Sean Prescott war nicht für einen Kommentar zu erreichen, weil er ein dreckiger Hurensohn ist. Okay, ich habe nur vorgelesen, was da steht. This is Principal Ray Wells. Let me be emphatic. I have an enormous stick inserted into my butt. Thank you. Also, Chloe, you're poor and in trouble. Nein. Okay, ihr seid wirklich arm. Es tut mir so leid, ey. Oh, das wird ja irgendwie nicht besser werden in Zukunft. Aber es heißt ja nicht, dass die Mutter wird ja auch wieder glücklich. Ich bin mir nicht sicher. Naja. Acadia Bay Anzeiger. Studiengebühren steigen. Lassen Sie mich nachdrücklich betonen, dass dies nicht an den finanziellen Sorgen liegt, sagt Direktor Ray Wells. Nach der Begutachtung anderer angesehener Akademien ähnlichen Kalibers sorgen wir einfach dafür, dass wir weiterhin wettbewerbsfähig sind. Die Eltern von Blackwell-Studenten investieren in ihre Kinder, nicht in Ferienhäuser. Wells betonte noch weiterhin, dass zusätzlich zu den leistungsabhängigen Ausbildungsprämien, dieses Jahr vergeben an Stella Hill und Brooke Scott, die Stipendien für bedürftige Schüler, die außergewöhnliche akademische Leistungen erbringen, weiterhin bestehen bleibt. Das heißt, wenn Chloe jetzt richtig gut in der Schule wäre, hätte sie ein Stipendium gekriegt oder was? Scheiße. Ich kann hier nicht raus, ne? Ist voll kacke. Ich muss hier unbedingt raus. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Aha, dann kann ich nichts mehr machen. Hier auch nicht. Ich glaube, es ist an der Zeit. Achso, ich kann die öffnen. Is Mom having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Like I need another reason for Principal Wells to get on my case. Sie hatte also eins. Überfälliger Betrag $500. Säumniszuschlag $50. Neuer fälliger Betrag $550. Bitte überweisen Sie den Betrag Konto säumig 30 Tage nach dieser Benachrichtigung. Danke. Blackwell Akademie, die Zukunft braucht Exzellenz. Säumniszuschlag $50 ist aber echt ein bisschen heftig, oder? Das ist aber schon heftig. Obwohl ich überlege gerade. Ich hatte ja immer diese Stromprobleme in meiner alten Wohnung. Ich hatte weniger als 40 Quadratmeter, weil ich Dachschrägen hatte. Ich habe 10 Jahre da gewohnt. 10 Jahre lang war der Durchlauf jetzt defekt, aber ich konnte nichts machen. Vermieter hat absolut nichts gemacht und dann bin ich ausgezogen und habe sehr viel Geld zurückgekriegt. Ich muss noch mal kurz erzählen. Durchlauferhitzer. und Nachtspeicher. Aber der Nachtspeicher war okay. Ich habe nur 2 Nachtspeicher für alles gehabt, ne? So 2 kleine Nachtspeicherheizungen.
und ich hatte im Monat, jetzt haltet euch fest, ich hatte keinen Kühlschrank am Anfang und ich hatte die ganze Zeit auch keine Waschmaschine, erst gegen Ende. 180 Euro Strom im Monat. Hat mir immer jeder gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und ich hatte meistens eine Nachzahlung von an die 300 Euro. So oft gekämpft, ne? So oft versucht, jemanden rauskommen zu lassen. Ich konnte mir selber und durfte auch nicht selber einen neuen Durchlauferhitzer einbauen. Ein Jahr bevor ich ausgezogen bin, hat er den Geist aufgegeben, die haben einen neuen eingebaut, ne? Ich habe das erste Mal statt einer Nachzahlung, habe ich das erste Mal Geld zurückgekriegt. Das ist so räudig einfach. Liebe Mietgesellschaft, ich wünschte, ich könnte euch im Nachhinein verklagen. Ich würde es nämlich echt tun. So.